Yo, Leute, Trophy hier und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ein ganz, ganz kleines Video, denn es gibt ein Leak wieder vom V-Jump von einem Magazin von Dragon Ball, wo alle Götter der Zerstörung gezeigt worden sind mit ihrem Namen und mit ihrem Zwillingsuniversum. Also man kann davon ausgehen, deswegen, wie gesagt, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, schaltet ab. Ich sag das immer noch gerne für die Leute, die nichts wissen wollen, aber das ist eigentlich kein großer Spoiler, deswegen fangen wir sofort an und es wird auch wahrscheinlich ein sehr, sehr kurzes Video werden, denn wir sehen hier alle Götter der Zerstörung. Wir haben ja ein paar Infos bekommen, gerade zu Hellas habe ich ja heute schon geredet, was mit ihr ist, wie sie drauf, sagen wir es so. Und hier sehen wir alle, die gehen wir erstmal durch. Also wir haben erstmal Champa natürlich, den kennen wir schon sehr, sehr lange. Dann Arak ist ein alkoholisches Getränk. Genauso wie Champa könnte Champagner heißen. Oder ich denke, es wird so darauf hinauslaufen. Dann haben wir die Maus, das ist Kitera. Da bin ich mir nicht sicher, ob es da was gibt. Moskau weiß ich auch nicht. Sollte aber auch ein alkoholisches Getränk sein. Hellas, da habt ihr, glaube ich, Hermes was drüber getweetet, dass es auch Alkohol sein wird. Ivan denke ich auch, dass es so sein wird. Aber ich bin mir auch nicht sicher. Dann Jin ist klar. Wermut auch. Das erinnert mich sehr, sehr stark an Detektiv, deswegen finde ich das auf jeden Fall sehr, sehr nice. Dann haben wir Ramon, ist auf jeden Fall ein ganz normaler Name, nicht Ganesha anscheinend, sondern wirklich Ramon, aber wie gesagt, kann auch darauf zurückzuführen sein. Ich kenne mich nicht so gut mit Alkohol aus, muss ich ehrlich sagen. Dann Sidra, der Zwerg, den hatten wir auch schon vorher ein bisschen erklärt bekommen. Likör ist auch eigentlich klar und dann Birus Bier könnte man dazu auch sagen. So, das ist die grundlegende Information, die ich einfach mal abhaken wollte, um euch das wirklich mitzuteilen. Aber jetzt können wir ein bisschen detaillierter darüber sprechen und zwar, so, folgendes. Wir sehen, das ist halt hier, Götter der Zerstörung sind und hier, ja, und das Interessante ist, wir wissen natürlich, es gibt Zwillingsuniversen, die müssten insgesamt die Zahl 13 ergeben, das ist bei Champa und bei Beerus der Fall, 6 und 7 ist dann die 13 und damit haben wir das Zwillingsuniversum, ja, oder die Zwillingsuniversen und das Ding ist, die beiden sehen sich ziemlich ähnlich aus, das gilt aber nur für die beiden, denn wenn wir das Ganze mal ein bisschen switchen, sagen wir mal, also wenn ich das Bild einfach mal komplett drehen würde, dass es hier ist, dann passt es ja mit dem Zwillingsuniversum und so ist es auch mit den anderen Bildern und hier dieser Ivan hier, der passt ja auch zu dem Jing, auch Zwillingsuniversum 12 und 1 und das Interessante ist hierbei, und zwar, wir sehen bei dem, also dieser Universum 1 Typ, Ivan, der ist ja mit dem im Zwillingsuniversum, mit Jin, mit diesem Wasserviech oder, keine Ahnung, Unterwasserwesen, was auch immer. Und das Ding ist hier, wir sehen Toyotaros Design und hier auch Toyotaro Design. Deswegen, die Zwillingsuniversen, die beiden Parts, sag ich mal, von den jeweiligen Universen, die sind immer von einem Typen designt worden. Also hier haben wir immer Toyotaro natürlich, hier auch Toyotaro, hier haben wir Toriyama und Toriyama. Hier bei Universum 2 haben wir natürlich Toriyama und Toyotaro und hier haben wir auch Toriyama und Toyotaro. Also das ist die einzige Ausnahme. Dann bei diesem hier, bei Arak, haben wir auch wieder Toyotaro und hier bei Universum 8 haben wir Likör, das ist auch wieder Toyotaro. Der Zwerg und die Maus passt auch und dann hier haben wir noch unseren Ramon und unseren Moskau, die passen auch perfekt zusammen. Also ist das schon mal so gemacht worden und das finde ich auch schön, dass Toyotaro demnach sehr mit eingebunden wird, dass er wirklich das schon machen kann, eigene Charaktere reinwerfen kann, das finde ich sehr, sehr cool. Aber das sagt uns doch ein bisschen, oder ich finde, nach meinem Gefühl sagt es mir das nur ein bisschen, dass nicht alle davon wichtig sein werden, dass man halt diesen Clown hat, der wichtig sein wird und hier Hellas, die eventuell auch wichtig sein können, aber der Rest wird dann wahrscheinlich nicht wichtig sein, sondern einfach nur da sein, um zu entertainen, also kann man glaube ich sagen, dass die nicht eine große Rolle spielen werden, denke ich mir jedenfalls. Der Zwerg, wie gesagt, das sieht immer noch interessant aus, da hoffe ich wirklich sehr, aber der liebe Vermutto oder wie man es auf Deutsch sagen würde, Vermut oder was auch immer, ich kenne das halt von Detective Conan, dass da mal so Betonung drauf gelegt wird, deswegen, ich finde das ganz cool mit Vermutto an dieser Stelle, auch wenn das ein bisschen komisch für euch wahrscheinlich scheint. So, das ist noch nicht alles gewesen, das ist wie gesagt nur eine ganz grundlegende Information gewesen. Kommen wir jetzt zu dem zweiten Leak und zwar, ja, sehen wir hier Brolina und sie sieht sehr, sehr anders aus. Sehr, 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 sehr anders aus. Wir kennen sie ja auch, wie wir gesehen haben aus dem Trailer, aus der Preview, das werde ich nochmal einblenden oder im Opening wurde das eher gesagt. Da sieht sie sehr anders aus und hier sieht sie, besser aus, muss ich sagen. Ich finde dieses total gebuffte, was wir gesehen haben, nicht so cool. Das ist auch sehr gebufft, muss man sagen, aber die Haare haben einen etwas besseren Flair. Ich werde hier nochmal ein Bild einblenden von einem Broly-Design, einem weiblichen Design, was ich cool gefunden hätte, ja, vielleicht wird das aber noch so in der Art gemacht, aber es scheint wirklich, dass das hier das finale Design ist jetzt von Brolina, deswegen so viel dazu, sehr interessant, dass man das geändert hat, aber mal sehen, wie das dann sein wird, wie das endgültig sein wird und hier wieder die Kleidung, sehen wir hier die schwarzen Hosen, der rote Rock und das rote Top, passt einfach perfekt zu diesem Typen, wir sehen es immer wieder, ich denke, die gehören zusammen, ja, das ist hier diejenige, die gegen Vegeta kämpfen wird, aber das, was hiermit gewesen, das war wie gesagt nur eine ganz, ganz kleine News, morgen geht es dann weiter mit coolen Stuff, ich habe natürlich noch ein Video gemacht zu dem Kollegen von dem coolen Heini hier, denn der Boss von seinem Squad wurde auch geleakt, dazu natürlich Link in der Videobeschreibung, da bin ich auch raus, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare und eure Theorien, vielleicht kennt ihr euch ein bisschen aus, gerade was mit Alkohol oder bei Detective Conan gibt es ja auch viele Sachen, da kann man vielleicht Theorien knüpfen wegen den alkoholischen Namen und so weiter und so fort, vielleicht habt ihr da Ideen, würde mich da sehr interessieren, ich bin damit auch raus, wünsche euch natürlich noch einen wunderschönen Tag, haut rein!